Sieht's so. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ist das jetzt Layer 5? Das ist gar nicht mehr. Ding dong. Diesmal nicht? Nur neulich. Keine nette Stimme, die mir sagt, was ich tun soll und dass ich ignorieren kann. Oh Leute, sie bleibt stehen. Das, sie fällt um. Oh, die haben sich festgetackert. Wieso das denn? Wo ist mir halt die Tür? Wo ist mir halt die Tür? Yes. Oh nee, nicht wieder Kackwecker. Was ist das denn? Hat der Wecker auch die Katzen gehen los. War kurz verwirrt. Oh lol. Wie die war kleiner? Ich kann egal, welche Tür ich anklicke. Eine kleinere Tür. Okay. Was darf ich nicht mehr? Okay, ja, halt nicht. Du spielst doch, Digga, jetzt ist aber genug. Ah, okay, aber die. Wenn hier weitermachen. Wenn ich rübergehe? Ah, ich kann hier drücken. Noch mehr Türen! Okay, auch hier sagt das Spiel irgendwann, nee, schickt jetzt. Kein Spaß darf man hier haben. Furchtbar. Sagt das hier auch irgendwann, schickt? Ja komm, schubst die Tür um. Yes, yay, jetzt halt. Ich hab sie umgeworfen, Domino. Okay, machen wir mal weiter. Wir sind garantiert hier hoch. Wir sind im Himmel. Oh nein, wir wurden verarscht. Nur Cube. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects, unrealistic beliefs about the lengths of hallways, and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Okay, okay, generell duplizieren ist hier das Ding. Einfach ein Riesenberg. Ich kann ja nicht wieder zurücknehmen. Ich kann immer nur mehr machen.
Die größere Macht muss schneller gehen. Ah, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. So ganz geht mein Plan nicht auf. Ich glaube jetzt. Okay, ging auf. Hat funktioniert. Oh nein! Guck mal, mein Mauszeiger ist ein Smiley. Seit wann ist der denn ein Smiley? Das ist ja putzig. Ich will mein Smiley wieder haben. Gib mir mein Smiley zurück. Ach, schade. Ich gemein. Okay, generelles Duplizieren. Wir haben noch nicht dazugelernt. Zum Zurückgeben rechtsklicken. Ah! Da stand bestimmt vorher auf dem Schild. Ich hätte vielleicht das Schild lesen sollen. Ich will aber den zurückgeben. Und das soll ja vom Dings runter. Kann ich ihn größer machen, wenn ich was Größeres zurückgebe? Was passiert, wenn ich mehrere Sachen zurückgebe? Gut. Okay, dann kann ich nicht hochheben. Okay, jetzt hat es funktioniert. Runterkicken. So entspannt. Ja, das Zurückgeben funktioniert bei allen. Kann ich den mit Äpfel füllen? Hier ein Stapel Papier oder einen großen Ventilator. Kann man das miteinander verbinden? Kann ich den Apfel mit dem... Ich kann den Apfel nicht mit dem Ventilator verbinden. Kann ich nicht hochheben. Jetzt doch füllen? Was passiert mit den Äpfeln? Sind die weg oder sind die... Sind weg. Es wird immer kleiner. Wie kriege ich größere? A few moments later. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Krieg ich die jetzt da hoch? Brauchst Hilfe? Ja, wie krieg ich einen Apfel da hoch? Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Ich habe jetzt immer die Äpfel auf der Seite, aber ich kann die immer nur nicht hochnehmen. Brauche ich. Man muss halt nur wissen, welchen. Ah, guck mal hier. Ich übersehe einfach wahrscheinlich total was. Kann ich irgendeinen Apfel da jetzt drauf kriegen? Komm. Und da komme ich auch nicht ran. Was stell dich in der... Stell dich an den Knopf so, dass der Apfel genau an den Kant unter der... Oh lol! Oh lol! Da wäre ich im Leben nie drauf gekommen!
Wollte die Äpfel hier jetzt irgendwie drauf schieben? Ich kann die nicht schieben. Danke für. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Ich weiß nicht, wer von beiden auf unserer Seite ist. Ich bin mir nicht so sicher. Einer von beiden verarscht uns. Ich verstehe die Sachen einfach komplett falsch. Das kann auch sein. Ich bin schnell verwirrt bei sowas. Na gut, das Spiel ist auch prädestiniert dafür, dass man verwirrt ist. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber es hat ja funktioniert. Das ist doch eine Falle. Das ganze Ding ist eine Falle. Oh, das ist doch chillig. Ja, der Raum ist auch fies. Die Taschenlampe darf ich natürlich nicht haben. Nee. Boah, nur die mit dem Messer. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Okay, er ist ein Arzt, der zur Arztschule gegangen ist. Und wir kriegen aus der... Dem Dosenspender. Dosenspender. Wer ist denn das? Hier ist so ein Automat. Krieg ich jetzt eine größere? Also, den kann ich nicht nutzen. Das gibt große Dosen. Ui. Oh, ich werde ein Schild mitnehmen. Oh, ich vergesse alles, dass ich nichts mehr mitnehmen kann, ich nur noch verdoppeln kann. Hier immer Sachen mitnehmen. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Ich finde es immer auch sehr bedenklich, wenn ein Arzt sagt, er könne alles heilen. Gibt dann hier irgendwie Spezialisierung? Die sind nicht umsonst so? Hat irgendwie was von... Schlucken Sie diese Zuckerkugeln, es hilft gegen alles. Weiß nicht. Warte mal, nein! Ich hab den Feuerlöscher übersehen. Ja, familienfreundliche Äpfel. Dieses Spiel verwirrt mich komplett. Das ist 7 Uhr. Holla, die Tür ist auf. Okay, jetzt müssen wir durch diese Tür gehen. Mal was anderes. Das ist mal eine Anlage. Das ist auch nur ein Stuhl. Wenn du willst, kannst du auch nebenbei noch Fahrrad fahren oder so. Platz wäre ja da. Oh. Testscreen? Achso, fangen wir von vorne an. Okay. Das ist aber kein lootendes Video. Das alles wirkt nicht wirklich nach Klinik, wirkt so eher nach Hotel oder Baustelle.
Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, das krieg ich hin. Aber wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Bin gleich wieder da. Ach, da liegt die in ihrer Höhle und pennt. Ja, das muss aber schlafen. Meine Warte, bin ich jetzt richtig gelaufen? Wie war das Kino, doch? Bin ich ja wieder hier. Oh, oh, Blick. Was ist jetzt los? Jetzt sind wir doch wieder hier. Da doppeln wir auch nichts mehr. Aber es hängt ein bisschen. Oh, Loch. Hinaus. Aha, geht's weiter. Wir machen ein großes Haus. Ein small. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Wir müssen... Na, das geht auch. Mal ein kleines Haus. Sind wir in einem anderen Raum? Ja, hart verwirrt gerade. Das ist ein anderer Raum. Ne, das ist auch der Raum mit dem Loch. Ich finde noch eine andere Tür gerade rein. Hilfe? Hallo? Ich glaube, ich stecke fest. Mein Crouching ging nicht. Ja, okay. Ich habe mich gerade erfolgreich gesoftlockt. Okay, zurück zum Speicherpunkt. Eine Minute, das ist eine Minute doch wahrscheinlich. Nur Level neu starten. Machen wir so. Okay, wir müssen aufpassen, wie groß wir das Haus machen. Funk. Viel größer sollte es vielleicht. Ich glaube, das war jetzt zu groß wieder. Na, geht. Okay. Das geht. Hier sind wir wieder in dem normalen Raum. Ah, okay. Das müssen wir jetzt größer machen. Wir den Exit kriegen. Muss näher ran. Na, das sollte reichen. Das ist so weird, wenn das so groß ist. Man fühlt sich, als würde man so langsam gehen, aber die Geschwindigkeit ist immer noch die gleiche. Und der Raum ist halt deutlich größer. Oh lol! Machen wir bewegen. Keiner, der uns zutextet. Hier ist nichts mehr. Mein Fernseher. Glaube, lass Fernseher gucken. Komm, wir gucken die Teletubbies. Oh, kann man vergessen zu sprechen. Ich weiß nicht mehr, wie man spricht. Das Spiel hat mich so verwirrt, dass ich das nicht mehr weiß. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce.
In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Dann bin ich ja beruhigt. Oh, Achtung, aufpasse, gefährlich. Was ist denn hier falsch gelaufen? Das ist ja nicht mein offenes Kabel, das ist ja nur ein Steck. Das funktioniert doch andersrum. Ich meine, da muss ja Strom rein, da kommt ja kein Strom raus. Das ist ja ein Stecker. Den steckst du rein und dann sollte da reingehen, nicht rauskommen. Was ist von dem Fernseher? Was ist das für ein Fernseher? Das stimmt doch mal hinten und vorne nicht. Das ist falsch verkabelt. Das sollte so nicht gehen. Jenga! Mit Jenga spielen. Wir dürfen mal so umschubsen. Der ist noch nicht groß genug. Wir brauchen ihn größer. Okay. Das ist auch schon schön umgefallen, dass er noch an die Tür kommt. Stell dir mal vor, die wäre jetzt umgefallen nach unten. Wäre echt unpraktisch. Oh, ich habe das Fenster geklaut. Na, doch Fenster klauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Mir passiert so viel, mit dem ich nicht rechne. Was ist mit dem großen Fenster? Oh, da ist die Perspektive drin. Das fickt so richtig meinen Kopf. Ich brauche ein größeres Fenster. Ich denke, größere Sachen sind bessere wie kleinere Sachen. Oh ja, das ist ein schönes Fenster. Oh, da war gar kein Fenster. Ui, das ist jetzt sehr groß. Das ist sehr groß. Ich bin sehr langsam. Aber wir haben. Zum Glück haben wir es so groß gemacht. Aber können wir das auch bewegen? Okay, das war tatsächlich so gedacht. Wir gehen ins Schwimmbad. Okay, den Vorhang ist ja okay. Der ist halt hoch ohne Treppe. Wir haben die Treppe vergessen. Was zur Hölle ist die. Ist das die Wand? Ist das der Boden? Eins von beiden stimmt nicht. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Gedanke. Jetzt bin ich motiviert. Gar nicht bedrückend. Wenn du schlechte Laune hast, geh mal in die Sonne, oder wie? Mit die Hilfe. Und das setze mich hier. Hey, das Spiel. Ich nehme alles wieder zurück. Großartiges Spiel. Ich will. Gib mich die Hüpfburg in groß. Danke. Komm ich da nicht mehr hoch? Ist hier eine Leiter oder so? Ich muss wahrscheinlich die Größe machen, dass ich da hochkomme.
eine Tür, die hier reinflügt. Ich muss sie immer noch. Hey! Ich meine, das geht ja auch. Ich muss jetzt nur da noch hinkommen. Ist das groß genug? Yes! Oh, das ist ein bisschen zu groß. Egal, das passt schon. Paradox, ich habe eine Hüpfburg in der Hüpfburg. Was passiert, wenn ich jetzt rausgehe? Kann ich jetzt rausgehen überhaupt? Nee. Ich kann nur wieder runterfallen. Okay. Funktioniert. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. Mal gucken, ob sie gehen. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Hey. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Hey, wir waren hilfreich. Wir haben alle Fehlerprotokolle gefunden oder Notfallprotokolle für unsere kleine Eigummizelle. Jetzt kommen wir da raus, oder wie? Ich wollte das auf das andere draufstellen. Okay, das funktioniert nicht. Werde ich größer? Nö. Ich. Warte mal. Wenn ich in das große? Bin ich größer geworden? Ich habe meine Größe, glaube ich, gar nicht verändert. Ist denn das kleine? Bin ich small? Aber da muss ich meine Größe doch verändern. Wenn ich small? Nee, wenn ich small nochmal smaller mache, ist ja sinnfrei. Das war eine Tür! Was passiert? Okay. Oder das eigentlich in das Loch stellen? Ja, da guck. Bin im Schlüsselloch. Tada! Brauche ich hier drüben? Bin so klein.
Ich muss sicher jetzt einfach mal die Tür mit. Um mich eventuell gleich größer zu machen. Mensch, bin ich langsam. Schon mal ein bisschen größer. Wie groß muss ich eigentlich sein? Nehme die Tür mal mit. Oh. Ich will halt nicht so weit laufen. Aber wo willst du denn näher holen, Mais? Ich muss ja dann da oben reinpassen. Oh. Ich hole das Haus zu mir. Ist auch eine Möglichkeit. Ich wollte jetzt gucken, dass ich mit den Türen in das Haus passe. Absolutes Limit. Ich glaube, die 5 bis 6 haben wir gerade. Oder? Ja, wir haben die 100 drin überschritten. 1000%, yay! Ich weiß nicht, ob das so gut ist.